Willkommen zum 18. Türchen des Divimove Adventskalenders. Mein Name ist Black Hand Commando. Ich mache Let's Plays seit ca. 5 Jahren hier auf YouTube. Und nun ja, ich bin heute euer Begleiter am 18. Tag des Adventskalenders. Auch mal hallo an meine normalen Zuschauer. Hi, mal was anderes auf meinem Kanal. Ja, heute der 18. steht auf der Liste ein Ausflug durch die Schneelandschaft zum Winter passend, zu dem Weihnachtstag passend von Skyrim mit einer Menge Grafikmods. Dazu im Hintergrund das Gewinnspiel von Divimove, in dem es darum geht, aus den verschiedenen Buchstaben, die täglich in den Videos des Adventskalenders gezeigt werden, ein Lösungswort zu basteln. So, und auch in diesem Video werdet ihr irgendwo ein Buchstaben des Lösungswortes sehen können. Ich werde erstmal angegriffen. Ja, zu dem kleinen Wanderausflug gehören auch Gefahren, die auf dem Weg lauern. Nur, ich bin ziemlich gut ausgerüstet, auf jeden Fall was Waffen angeht. Deswegen sollte da nicht allzu viel passieren. So, natürlich von mir auch, die Erklärung, dieses Skyrim, was ich hier spiele, ist ca. um 4-5 GB gemoddet worden mit rein visuellen Mods. Wenn ihr Interesse habt an einer solchen Optik in Skyrim, allein durch meine Shader, also ich mache mal meine Shader weg, die ich drin habe von der EMB Series. Ups, das ist noch Grafik gemoddet. Plus nochmal die Shader dazu. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt dem einen oder anderen das Vanilla Skyrim nicht so sehr. Das ist eine schöne Aufpolierung des Spiels. Und wie gesagt, ich werde einen Link unten in die Beschreibung posten, wo ihr eine ziemlich genaue Erklärung finden könnt, wie man das Spiel so aufpeppeln kann. Vornherein sei gesagt, für eine solche Grafikerweiterung, wie mein Spiel sie hat, benötigt ihr mindestens einen i5 Intel-Prozessor oder gleichwertiges bzw. besseres und eine GTX 660 sowie etwas gleichwertiges oder etwas besseres. Ich werde echt nur von Wölfen gerade angegriffen. Ich verstehe das nicht. Vor allem nicht mal starke Wölfe, so 0815 Wölfe, die ich mit einem Schlag verprügel. So, da gehen sie in Flammen auf, vor Zorn, genau wie ich. Ich habe rote Flecken auf meinem Bildschirm. Super, Wolfsblut. Ein Vögelchen. Naja. Wie gesagt, die Liste mit dem Mob findet ihr in der Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr auch hier oder da auch dann den einen Buchstaben. Wer seid ihr? Das sind normale Talmor-Elfen, die irgendwen hier wegschleppen. Noch nicht mal. Gut, wir gehen mal ein bisschen Offroad. Ich sehe da hinten gerade ein großes Haus und eine große 18. Okay, wir haben heute den 18. Das erklärt, wo die 18 herkommt. Und ein T. Ich denke mal, das wird der Lösungsbuchstabe für den heutigen Tag sein. Jetzt ist nur die Frage, wer hat die hier deponiert? Lydia ist gerade nicht da, die hat sich schon fleißig vom Acker gemacht. Ja, der 18. Dezember mit dem Tee. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der vielleicht am Gewinnspiel mitmachen möchte. Da auch direkt viel Glück beim Mitmachen. Zu gewinnen gibt es schöne Sachen. Mein Favorit der Preise ist die Rocket Cone, ist es glaube ich. Pure White Edition. Beziehungsweise White Limited Edition. Ich bin ein Fan von Rocket-Produkten. Ich benutze selber die ISKU FX-Tastatur, eine Rocket Savu-Maus, mein Rocket Case 5.1 Headset und ein Rocket Rivo Mauspad. Nein, keine Schleichwerbung, einfach nur mein Equipment. Ich wurde nicht bezahlt von Rocket. Nein, wurde ich wirklich nicht. Gut, es ist irgendwie schade, dass es nicht schneit, wobei uns ist auch Weiße Weihnacht, soweit ich weiß, untersagt. Die letzten Nachrichten sind, dass es stürmisch wird zu Weihnachten. Hoffen wir, dass es vielleicht doch noch Schnee gibt in den einen oder anderen Regionen. Ich selber bin kein Weihnachtsmensch, aber ich gönne anderen die Festlichkeiten. Wir haben Schneebären gefunden. Das ist jetzt nicht so relevant, da ich mit dem Spielstand hier wahrscheinlich eh nicht mein Let's Play fortführen werde. Aber na gut, ja, ich würde sagen, mit dem Einblick hier in die Landschaft eines gemoddeten Skyrims vielleicht den einen oder anderen den Appetit auf ein bisschen Skyrim-Gemodde angeregt. Es ist definitiv ein anderes Spielgefühl mit diesem optischen Look. Das Spiel an sich ist bei mir noch gleich. Es gibt unzählige Mods, um das Gameplay zu verändern, aber da bin ich wiederum kein Fan von. Ich würde sagen,
Wenn ihr Fragen habt, werde ich unter diesem Video bis zum Ende des Dezembers alle Fragen Richtung Skyrim Modding. Holy shit, Lydia, was geht denn jetzt ab? Werde ich bis zum Ende Dezember unter diesem Video noch Fragen entgegenkommen? Normal sage ich unter meinen Let's Play Videos in dem Tutorial, das muss reichen, mehr Info gebe ich nicht, aber euch zuliebe und angesichts der Tatsache, dass wir den 18. Advent haben und das hier mein Türchen für euch ist, sage ich mal, das geht in Ordnung. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Den Link zum vorherigen Adventskalender-Video findet ihr oben links sowie zum nächsten oben rechts, beziehungsweise oben rechts, sobald das nächste Video verfügbar ist. Wie gesagt, ich bedanke mich beim Zusehen, fürs Zusehen. Viel Spaß beim nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich.